EC Francia Corta. Die Strecke ist überraschend doch spaßig, interessant, flott unterwegs, alle beide. Jetzt leider beim dritten freien Training bin ich unbegründet von hinten angestupst worden und rumgedreht worden. Wir freuen uns auf jeden Fall auf ein schönes Wochenende, haben gutes Potenzial, Setup ein bisschen angepasst. Und wenn wir dann fahren können, ohne dass uns jemand die Richtung ändert, dann geben wir Gas. Francia Corta war am Anfang nicht so das geliebte Ziel. Die Strecke im Simulator schon sehr schwierig war, sehr klein, sehr eng. Bin ich jetzt hier noch mit einer kleinen Erkältung aufgetaucht. Aber man muss sagen, in Italien Essen gut, Wetter gut. Die Strecke macht mehr Spaß als erwartet. Wir sind vorne mit dabei. Für morgen ja, Pole Position und zweimal erster Platz wäre das Ziel. Jensi hat heute schon eine Fabelrunde hier hingelegt. Hat schon mal gezeigt, wo unsere Reise hingehen soll. Wir sind gerade fertig mit dem Qualifying heute Morgen. Schöne frische Luft, Strecke hat ordentlich Grip. Setup war top eingestellt von den Mechanikern. Noch zum Schluss eine gute Motivation von meinem Teamkollegen, der gesagt hat, bring das Ding auf den besten Platz, also auf Best Place. Und jetzt stehen wir da ganz vorne. Völlig verrückt, völlig verrückt. Wenn er mir das Ding auf dem Platz übergibt, habe ich heute Nachmittag richtig Arbeit. Und wir sind beide ordentlich vorgespannt. Und jetzt fahren wir das auch nach Hause. Hat spannend angefangen. Ich bin mit Erkältung hergekommen auf einen Kurs, den man erstmal so gefühlt nicht mag. Liste der Lieblingskurse einschreien. War sehr anstrengend, wahnsinnig heiß. Ich war nicht sonderlich schnell, aber habe gut verteidigt und ich glaube, meinen Pokal habe ich hart erkämpft. Der ist nicht nur Höhlensieg, der ist auch mit Abstand die schnellste Runde im Rennen, das ganze Wochenende gefahren. In einem Auto, was zwei Klassen unter dem schnellsten ist, der ist wahnsinnig. Ich habe den besten Teamkollegen. Spiel, Satz und Sieg. Phänomenal. Ich habe zwar bis zur letzten Sekunde fest dran geglaubt, aber wenn man es dann sieht, wenn er als erstes durchs Ziel fährt, geile Sache. Danke, Danny, wie immer. Das Best Place hilft, da sowas möglich zu machen. Einen ganz großen Gruß und Kuss nach Berlin. Der Sieg ist euer. Und wir sehen uns dann in 4 Wochen in Frankreich, in Dijon.